Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh, meine lieben Geschwister. Wahrscheinlich habt ihr alle nicht viel zu tun im Lockdown und auch in den Ferien. Alhamdulillah, seht ihr, da kommen schon die ersten eingetrudelt hier. Alhamdulillah. Ich wollte nochmal auf etwas aufmerksam machen, worauf ich heute Morgen schon aufmerksam gemacht habe. Ja? Oder ich fange anders an. Folgendes. Heute Morgen hat mich ein Bruder, ja, ich habe das mitbekommen mit der Naima und ich habe auch deswegen diesen Beitrag gelöscht. Heute Morgen hat mich jemand angeschrieben. Ein Bruder aus Berlin. Und da hat er mir erzählt, dass er vor einigen Jahren kam zu ihm in die Schule jemand, ein Dozent, und der hat den dann erzählt, der ist, als sie ihm von mir erzählt haben, dass sie also sich meinen Unterricht angucken, ist er voll ausgerastet und hat gesagt, ja, diese Leute, das sind Leute, die polarisieren, die zum IS einladen, bla 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 und so weiter und so fort. So, und dann hat der Bruder mich danach nochmal gefragt. Und auf jeden Fall, das Ende vom Lied ist, worum ging es? Und das habe ich jetzt schon so oft gehört, ja, dass Leute mich anschreiben aus den Schulen, dass in den Schulen erzählt wird, der ist vom IS und so weiter und so fort. Was ist das Ziel dahinter? Sag mir, was das Ziel dahinter ist. Oder ich habe über diese doch schon 20 Mal geredet. Die nerven sowieso, aber lass uns erstmal beim Thema bleiben. Was ist das Ziel dahinter, wenn sie so etwas in den Schulen erzählen? Hetze, richtig, ja, das stimmt, aber wozu dient diese Hetze? Die Dauer zu diskreditieren, richtig, wozu dient das? Das Ziel, uns von den Rest der Muslime zu spalten, genau. Damit sich die Leute nicht die Videos angucken. Genau, richtig. Okay, jetzt stelle ich euch die nächste Frage. Wer war letzten Ramadan schon hier auf der Seite gewesen? Wer war hier? Genau, die Schlechtreden von dir fernzuhalten. Wer war letzten Ramadan hier auf der Seite gewesen? Bruder, lass mich jetzt mit TikTok in Ruhe, da kommen wir nachher drauf. Es nervt. Wer war letzten Ramadan schon hier drauf gewesen? Du warst hier drauf, okay. Wer noch? Okay. Letzter Ramadan, du. Okay, was ist dir im Ramadan aufgefallen, hier auf dieser Seite? Was ist dir im Ramadan aufgefallen? Das war ja der Ramadan im Lockdown. Was ist euch aufgefallen? Ja, du, ja, ihr sagt jetzt alle, gut, ihr wart schon hier, Alhamdulillah. Was ist euch in dem Ramadan aufgefallen? Als ihr hier auf der Seite wart. Ramadan 2012, dir war das Beste. Warum? Das haben viele gesagt, ehrlich gesagt. Viele haben gesagt, war der beste Ramadan. So. Nee, die Seite war nicht viel aktiver. Die war etwas aktiver. Im Ramadan ist man ja allgemein etwas aktiver. Gute Motivation, haben sie da motiviert. So, jetzt die Frage. Wo im Internet, es haben jetzt einige gesagt, es sind einige konvertiert, das ist im Ramadan immer so, die Shayatin sind gefesselt. Bruder, das mit der Frau und der Stimme vor Gericht, schau dir meinen Vortrag an, die Rolle der Frau im Islam, wird das alles erklärt. So. So. Die Leute waren bei den Livestreams. Bruder, die Livestreams sind, glaube ich, irgendwie geshadowed. Ja,
Mir berichten sehr viele davon, dass sie keine Benachrichtigung kriegen wegen den Livestreams. So. So, im Ramadan habe ich erkannt, dass du zu 100% den wahren Islam predigst. Punkt. Alhamdulillah, freut mich. So, jetzt aber Folgendes. Es wurde also gesagt, motiviert, bester Ramadan, etc., etc. Okay. Wo habt ihr im Ramadan, wo seid ihr so häufig im Ramadan motiviert worden? Ja? Wie hier auf der Seite. Wo? Ja, man hatte nichts zu tun, das stimmt, das ist ein Vorteil gewesen für uns auch. Wegen Lockdown gab es keine Ablenkung. Ja, du bekommst die Meldung immer, aber wie gesagt, einige sagen mir, sie bekommen die Meldungen nicht. Nirgendwo, sagst du. In der Moschee ist es tatsächlich so, in der Moschee, dass so vermittelt wird, wie ernst man den Ramadan nehmen. Fabian Lauerenz, ja, auch einer, der im Internet predigt. Aber so häufig und immer wieder darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist zu fasten, schon vor dem Ramadan. Du sagst nirgendwo, du sagst nirgendwo. Okay. Bei Abul Bara, ja, gut. Okay, jetzt. Fakt ist aber, diese Leute, die vor uns warnen, habt ihr von denen irgendwo etwas gehört, dass sie im Ramadan gesagt haben, wer im Ramadan nicht fastet, das ist eine große Sünde und fangt im Ramadan an zu beten und so weiter und so. Habt ihr das von denen gehört? Nur bei dir, anders sagt bei mir uns in der Moschee, okay, mashallah. Alhamdulillah. Das heißt, ihr seht, die Leute, die vor uns warnen, von denen seht ihr niemals, dass sie so viel Wert darauf legen, die Jugend zum Islam zu rufen. Weil jetzt sind sie gerade wieder Gas am Geben. Sie sind dieselben Lügen wie vor 12 Jahren am Hochladen. Ich habe heute mehrere kontaktiert. Und das Problem ist, wir geben denen viel zu viel Aufmerksamkeit. Wir geben denen viel zu viel auf. Du sagst ja, die vor euch waren, sind alles korrupte Staatsdiener. Da kommen wir nachher drauf, Bruder. Pass auf. Jetzt versuchen sie wieder irgendwas zu erzählen. Ja, von wegen, sie graben wieder irgendwas von vor 12 Jahren aus. Leute, die total unbedeutend sind, aber irgendwie geht das rum. Ja? Und damals hatten sie auf einmal 100.000 Klicks gehabt. Wahrscheinlich irgendwas manipuliert gehabt. Guck mal. Ihr seht, wie dieser Typ, der in der Schule gegen mich redet, von wo kommt der? Von wo kommt der? Wer schickt den dort in die Schule, dass der den Kindern erzählt, schaut euch nicht die Vorträge vom Pirvogel an. Was wollen Sie? Was ist unser Inhalt? Unser Inhalt ist richtig am Islam festhalten. Eine richtige muslimische Identität haben. Das habt ihr jetzt noch in den Weihnachtstagen gemerkt. Das ist das, worum es uns geht. So, diese Leute, die vor uns warnen, wo ist ihr Aufruf dazu, im Ramadan zu fasten? Die können alle die. Ich sehe so viele Jugendliche auf der Straße oder mit denen ich mich manchmal unterhalte. Für sie ist nicht zu beten, das ist so wie, als wenn man eine freiwillige Tat unterlässt. Ja, ich fange an zu beten, wenn ich ein reines Herz habe. Wie willst du ein reines Herz bekommen, wenn du nicht betest? Wie willst du es bekommen? So, und jetzt schaut. Guck mal, dieses ganze IS-Gelaber, ja, ist mehr oder weniger vorbei. Versteht ihr? Weil die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Guck mal, der IS kam wie ein gefundenes Fressen für die Feinde des Islam. Für die Feinde derjenigen, die nicht wollen, dass unsere Jugend eine islamische Identität behält, dass sich diese Identität verwässert. Ja, kein Problem, ich bin Muslim, ich nehme das alles nicht so ernst. Was bist du?
Ja, ah, Katholik. Ach ja, wir sind alle gleich. Ja, alle sind wir gleich. Alle Religionen sind gleich. Ach echt, sind alle Religionen gleich? Hualadhi khalakakum faminkum mu'minun wa minkum kafir. Er ist derjenige, der euch erschaffen hat. Unter euch gibt es Gläubige und unter euch gibt es Glaubensverweigerer. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ Machen wir die Muslime wie die Mujrimin? Nein. Das heißt, was ist das Ziel hinter dieser Hetze? Das Ziel hinter dieser Hetze ist, die Leute davon abzuhalten, die Leute anzuhören, die eine islamische Identität predigen. Deswegen haben sie schon, was weiß ich, wie oft YouTube-Channel zugemacht. Und wundert euch nicht, wenn der Kanal auch irgendwann zugemacht wird. Deswegen haben sie Lügen erzählt. Deswegen lassen sie Leute in Schulen auftreten, die irgendeinen Müll über uns erzählen. Deswegen kommen irgendwelche Ex-Salafisten, die dann erzählen, ja, ich gehörte auch zu dieser Gruppe. Und dann sind es solche Opfer, die dann genau diese ganzen Klischees bestätigen. Deswegen poste ich auch diese Fotos. Heute hat mir einer dieses Foto geschickt von mir früher. Ja, der hat das neu aufgemacht. Habe ich gesagt, komm, poste das direkt mal hoch. Ist eine gute Sache jetzt. Warum? Weil sie die Leute damit abschrecken wollen. Sie wollen die Leute damit abschrecken. Sie wollen erzählen, ja, das waren früher alles Loser, Außenseiter. Und dann haben sie den Islam genommen. Und dann nehmen sie irgendeinen Vollpfosten, der wirklich so ein Außenseiter war. Und der bestätigt das dann noch alles. Ja? Und dann, damit, warum? Damit unsere Bewegung uninteressant ist. Das ist eine Bewegung von Losern. Ey. Und so schreibt der Typ in seinem Buch hier. Ja, ich hatte nichts zu tun, kiffen, keinen Bock auf die Penne, anderer Begriff für Schule. Das hat wahrscheinlich sein Ghostwriter, hat diesen Begriff gewählt. Einfach nur in den Tag hinein leben. Und dann kam ein Freund von mir, der ist auf einmal so Muslim geworden. Ich dachte, cool, jetzt mache ich das auch. So nach diesem Motto, so richtig Banane. Ja, was hat dich denn überzeugt? Und dann erzählt er, wie er hintenrum dann noch allen möglichen Schrott gebaut hat. Warum? Um uns alle darzustellen. So, er soll stellvertretend für uns alle stehen, was wir doch für Loser sind. Ja. So, das ist also zum Abschrecken. So, guck mal jetzt. Das ganze IS-Gelaber, es hat sich jetzt langsam verbreitet, ja, dass das nur Lügen gewesen sind. Ja, und ihr seht ja, wie oft haben die uns mit dem IS in Verbindung gebracht und wie oft haben sie etwas darüber erwähnt, dass wir dagegen gesprochen haben, dass ich angezeigt worden bin, dass ich Schmerzensgeld zahlen musste, ja, wenn ich einem begegnet bin. So. Wie obwohl das, da hätte man doch so ein Thema draus machen können. Hätte man einen Film drehen können. Aber das wurde gar nicht erzählt. Warum? Weil. Oder dass man auf der Todesliste ist, weil das hätte einen ja in ein anderes Licht gerückt. So, was kommt dann? Auf einmal, aus dem Nichts, man merkt, hey, Pierre Vogel braucht neue Hater, weil die alten Hater fangen langsam an, ihn zu mögen. Also graben wir nochmal die Lügner der Ahbesh von vor 12 Jahren aus. Hallo? Ich kann mir gut vorstellen, dass es so abläuft. Ja, guck mal, ladet die Videos nochmal hoch, macht mal dieses und jenes und dieses. Wir müssen die da mal wieder ein bisschen dämpfen. Die Jugend fängt wieder an, da zu hören. Die können ruhig, ob die beten oder nicht beten, ist ja alles nicht so schlimm. Da siehst du ja keinen Aufruf von denen. Habt ihr von denen schon mal jemals etwas gehört gegen Atheismus? Es gibt Muslime, die werden Atheisten. Habt ihr schon mal von diesen Ahbesh einen Vortrag. Jetzt machen sie vielleicht einen. Was haben wir heute? Welchen haben wir? 29. Ja, vielleicht machen sie jetzt einen, nachdem ich es gesagt habe. Habt ihr schon mal gemerkt, dass sie darüber gesprochen haben? Nein, das Problem bin ich. Das Problem bin ich. Den einen von denen habe ich getroffen, habe ich gesagt, am Flughafen, habe ich gesagt, hör mal, was erzählst du für Lügen?
Ich bin vor der Debatte geflüchtet. Was erzählst du? Ihr seid dreimal nicht gekommen. Da sagt er, glaubst du das etwas selber, was du gerade. Der glaubt selber an seine eigenen Lügen. Ich habe gesagt, ihr habt es doch auf Video, die Gespräche aufgenommen. Lad sie hoch. Komm, ich habe dir die Erlaubnis gegeben. Lad sie hoch. Lad sie hoch. Dreimal sind sie nicht gekommen und ihr könnt euch alle das Video angucken. Widerlegung der Habesch. Eben sich ein Bruder, er lädt diese Sache bei sich hoch in der Instagram-Story. Was machen wir damit? Wir machen sie damit nur bekannt. Beachtet solche Leute nicht. Schickt den Video, Pierre Vogel, Widerlegung der Habesch, um direkt blockieren. Solche Leute, genau wie die ganzen Takfiris und der ganze andere Schrott, sobald sie anfangen, dummes Zeug zu reden, macht euch keine Kopfschmerzen, direkt blockieren. Sie leben, ihr Futter, ihr Sauerstoff ist nur, dass wir uns mit ihnen abgeben. So sieht die Sache aus. Argumente von Schreien in Vorträgen. Der Prophet hat geschrien. Guck mal, pass auf. Pass auf. Da gibt es Hadith in Sahih Muslim. Sahih Muslim. Kana an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama idha kana yakhtub. Der Prophet a.s. hat, wenn er Khutba gemacht hat, ja, ihtamrat aynahu, sind seine Augen rot geworden, wa ishtada ghadabuhu, und seine Wut ist starr heftig geworden, wa ala sautahu, und er hat seine Stimme erhoben. Haben wir das zum Schreien benutzt? Hier, guck mal, hier ist ein Beweis. Ja, da steht Stimme erheben, nicht geschrien. Alles klar. Okay, Stimme erhoben. Anderer Hadith sagt, man hat ihn von der Minbar bis zum Marktplatz gehört. Bis zum Marktplatz. Andere Hadith sagt, die Minbar ist bald mit ihm umgefallen. Aber die regen sich doch nicht darüber auf, wenn ihr Scheich auf Arabisch schreit. Ist kein Problem. Wisst ihr warum? Versteht ja der deutsche Michel nicht. Es ist einfach nur dummes Gelaber. Und außerdem die Vorträge, wo ich schreie, sind vielleicht 10% von meinen Vorträgen, wenn überhaupt. Und die Vorträge, wo ich schreie, sind die, die mit am meisten Leute benutzt haben und berührt haben. Weil manche Leute brauchen einfach mal Emotion, damit sie wach werden. Da kann ich nicht so stehen, lieber Bruder, lieber Schwester, bitte, bitte, sei doch Allah gehorsam. Es ist doch unvernünftig. Wen berührt das? Das ist es. Und dann haben Leute Angst, die Videos zu teilen und zu liken, weil sie könnten ja dann von irgendjemandem angeschrieben werden. Direkt, wenn einer dummes Zeug labert, direkt blockieren. So. In NRW machen sie den Islamunterricht zur Pflicht, damit sie den Islam falsch lernen und ihn verbreiten und die Eltern alles übernehmen, weil sie selber kein Wissen besitzen. Tja, Allah, Bruder, das Imperium schlägt zurück. Ja, Alhamdulillah, richtig so, dass ich das schreie. Das zeigt, dass wir hinter der Botschaft stehen. Nur Loser konvertieren zum Islam. Was wollen Sie uns vermitteln? Genau, und deswegen habe ich dieses Foto gepostet. Deswegen habe ich das Foto gepostet. Aus der Zeitung. Das war ein Jahr, bevor ich den Islam. Ungefähr ein Jahr, bevor ich den Islam angenommen habe. Oh Mann. Bruder, wir müssen die Leute darauf aufmerksam machen. Lügenpresse, ja genau. Das sind die anderen Vollpfosten. Das ist der. Ach, diese Leute sind so cool, sind die. Die sind sowas von cool. Diese ganzen AfD-Idioten. Ja, das sind ja Leute, wenn du sie fragst. Was meint ihr, was wir mit diesen Spinnern auf Facebook zu tun haben? Es ist Wahnsinn. Auf Facebook,
Oh Mann, nur Idioten. Leute, es ist wirklich. Mach mal mehr Boxvideos, inshallah. Das ist eine gute Idee. Genau, wir machen mal einen Vortrag. Wir machen mal einen Vortrag. Ich mach mal einen Vortrag. Welche Kampfsportart ist die beste für Selbstverteidigung? Das wäre eine coole Sache, ne? Die Abwehrschläger ist gar nichts. Worüber reden Sie überhaupt? Was die Jungen, Sie haben ja nur die Wahhabiten im Kopf. Das war's. Ihre Religion sind vier Säulen. Erstens, Allah ähnelt nicht zu niemandem. Stimmt ja auch. Nur so wie Sie das, Sie übertreiben mit dieser Sache etwas. Tabarruk, Tawassul und Bida Hasana. Das ist das, worum es bei Ihnen geht. 99% der Vorträge drehen sich darum. Das war's. Ermahnung der Jugend? Fehlanzeige. Nix. Atheisten? Nix. Ex-Muslime, Christen, bla bla bla, christliche Missionare, kein einziges Argument haben sie dagegen. Nichts. Bruder, schau dir meinen Vortrag an, Widerlegung der Ahbesh. Weil wenn du meinen Vortrag gesehen hättest, dann wüsstest du, was das ist. Weil du hast bestimmt nicht meinen Vortrag gesehen, du hast bestimmt einen Ausschnitt aus einem Vortrag gesehen, den ein anderer auseinandergeschnitten hat. Natürlich. Bruder, wenn ich eine Umfrage mache, was ist dein Lieblingsvortrag von mir? Gibt es sehr viele Muslime, die dann kommen und sagen, dieser und jener emotionale Vortrag. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Die Bude wird jetzt wieder voll. Macht's gut.